Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Team und ich heiße jetzt kommen hier in War Thunder. Es ist Freitag, ihr wisst was das heißt, ne? Wir machen Kisten auf, aber erstmal seht euch die Pracht an. Ich habe es erreicht, ich habe die 75 erreicht, da ist er, der T10A. Ja, war auch ein ganz schönes, schöner Weg. Ich sag mal so, letztendlich, um ein bisschen schneller voranzukommen, weil ich habe einen speziellen Auftrag hier habe ich abgeschlossen. Den habe ich noch nicht durch. Das dauert ein bisschen zu lange momentan. Irgendwie, ja, bei 6-7 werde ich immer in den irgendwie in Schlachten gereicht, wo vielleicht drei müde Figuren da sind und der Rest macht Urlaub oder so. Keine Ahnung. Ist halt ein bisschen scheiße. Daher habe ich ein bisschen Golden Eagles verwendet und ja. Es geht ja nicht anders da, ne? Manchmal geht es wirklich nicht anders da. So, da ist der T10A. Aber bevor ich ihn jetzt vorstelle, wie gesagt, heute ist Freitag. Heute werden wieder Kisten geöffnet. Und ich habe hier was angekündigt. Ich werde was extra Spezielles noch öffnen. Dementsprechend, das machen wir zuerst. Ich gehe jetzt hier in-game. Ich habe noch nie einen von diesen Kisten geöffnet. Noch nie. Also, ja. Wollen wir mal unser Glück versuchen. Ich denke, ich mache einfach mal zwei Kisten auf. Das sind 600 Golden Eagles, die ich verschwende. Allerdings für ein Modell, gut, den habe ich schon, wo ich mal sage, komm, das lohnt sich. Die Spitfire wäre ganz nice. Der Befehlswagen, jo, die Do könnt ihr vergessen. Okay, wir haben nicht viel Auswahl. Ja, ich nehme den hier. Ja, die Möglichkeit, das ist, also ist ja Tombola, ne? Die Möglichkeit ist gegeben, zufälliger Wettereinsatz kriegt man raus, 120.000 Lines, 3 Tage Premium oder 300 Golden Eagles zurück. Ja, oder halt das Fahrzeug, lassen wir die Tombola entscheiden und schauen wir mal. Ich krieg sowieso nur Scheiß raus, ich weiß es. Seht ihr, wie das da rumrotiert? Wettereinsatz, jetzt gedacht. Yay, ich habe einen Wettereinsatz, naja gut, was soll's. Probieren wir das nochmal. Und los geht's. Ich will gar nicht hinsehen. Ich seh nicht hin. Ja. Nein. Stopp. Ja. Wow. Leute. What the. Alter Verwalter. Seit wann ist die Tombola freundlich? Okay, das kann ich nicht. Das. Okay, herzlichen Dank, liebe Tombola. Ja, ich glaube. Ja, hier mache ich Stopp. Ich kaufe nicht nochmal eine Kiste. Also man kriegt doch manchmal was raus für sein Geld. Das war jetzt aber wirklich zufällig. Heiliger. Ach, guck mal, was ich auch hätte machen können. Die habe ich nämlich noch nicht. Die will ich die ganze Zeit holen, aber die Key 87 ist halt so unverschämt. Daher. Naja gut. Ja, dann ganz normal Tombola wieder öffnen hier. Ihr kennt es ja, die Prozedur, ne? Wie immer. Kisten öffnen, diese Kisten. Wir haben einmal Imperial Navy zur Verfügung und einmal vom letzten Patch Hot Tracks, wie immer. Ne? Und ja, dann sage ich mal auf Glück. Mal sehen, was für ein Skin rauskommt. Naja, bei Imperial Navy habe ich schon so einige Skins draußen, also schon gekriegt. Aber, oh, es wäre jetzt cool gewesen, wenn er stehen geblieben wäre. Oh, zweimal blau, dreimal blau. Irgendwo bleibt er hier stehen. Bleib stehen. Oh, mein Gott. Okay. Blau ist immer ein gutes Zeichen. Gucken wir mal, was das ist genau. Okay, ist für ein T34, 747. Naja, bis jetzt ist es aber nicht so spektakulär. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Naja, schreibt mal eure Meinung in die Kommis rein. Was sagt ihr zu dem Skin? Also ich finde den jetzt nicht so atemberaubend. Okay, vielleicht tut er im Realistisch-Mode vielleicht. Obwohl, ne. Allein schon wegen dem Kreuz da drauf. Also nichts gegen das Kreuz, ne? Aber ein Gegner von entsprechenden Entfernung und der sieht das Kreuz, weiß der erst noch vor Ort, wo er hinschießen soll. Also, ja, keine Ahnung. Also hier, dass das Kreuz da an den Seiten ist, das kann ich ja verstehen. Ne? Aber hier gleich, komm, schieß dahin, mein Freund, schieß dahin. Und ich wette, da ist irgendwas Wichtiges in der Nähe. Jo, guckt,
Das gleich Kraftstofftank. Jo, schieß gleich mal drauf. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Okay. Zweimal Glück gehabt. Das kann nicht gut für mich enden. Das endet für mich tagesmäßig nicht so gut. Oh je. Na gut, dann noch einen. Und dann werden wir den T10A ausprobieren. Oh meine Güte. Ja, hier ist mir eigentlich egal. Oh, nein. Ja, komm, noch ein zweiter, oder? Bleibst du da stehen? Was machst du? Okay. Ja, okay. 104. Ich mag die 104 jetzt nicht so. Aber mal sehen, vielleicht ist der Skin. Ja. Naja. Weiß nicht. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Man merkt es bestimmt. Ich finde den nicht so geil. Der ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ja, gut. Gucken wir mal. Vielleicht verkaufe ich ihn. Vielleicht behalte ich ihn. Schauen wir mal, wie es läuft, ne? Gut, dann. Ja, gehen wir mal gleich in die Schlacht. Aber erstmal gucken wir uns hier die Daten an. Warum ist das MG da verkehrt rum? Ist das beabsichtigt? Ist immer kurios. Hab ich noch nie gesehen. So, der T10A. So, was haben wir denn da? Eine 12,2 cm Kanone. Ja, bei dem Rohr hätte ich das auch nicht anders erwartet. Muss ich das Ding nochmal an, ey. So, dann halt 12,7 mm Maschinengewehr. Zweimal. Einmal hier. Okay, das zweite wird hier drin sein. Oh ja, das sieht man da. Guckt euch mal den Stüppel an, der da rausguckt. Ich bin draußen. So, die Nachladezeit beträgt 17,8 Sekunden. Das ist aber vielleicht. Nee, das ist. Ich wollte schon sagen, das ist vielleicht im Slot geschuldet, aber der ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gut ist es denn, wenn es ausgebaut ist? Spitzenleistung liegt bei 15 Sekunden. Boah, 15 Sekunden. Am Leben bleiben heißt es. Okay. 45 km/h. Es geht. Was haben wir für einen Schutz? Schauen wir uns das mal an. 120 beim Rating 77. Ja, das ist nicht mehr so toll. 120. Ja, wegen dieser komischen Wölbung, seht ihr das? Das ist halt so eine Sache. Wie sieht's hier aus? 60, 40. Na, hoffentlich dürfte da nie was sein. 100. Oh! Ja, das ist schwer zu sagen. Ihr seht, wie das rotiert. 140, 130, 150, das ist schwer zu sagen. Das ist so, ich glaube, ist das ein Außenhaut oder sowas? Also, ist da noch mehr dazwischen? Nee, ne. Nee, 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 das ist der Turm selbst. Also, zwischen, sagen wir mal, oh, hier an der Stelle, nee, wo war das jetzt? Irgendwo hier waren 100, 300 Grad zu sehen. Okay, also das ist da 285, heiliger. Also, das ist ein bisschen kompliziert, naja, gut. Dann hier die Seitenpanzer, Seitenwanne. 81, 80, 80, okay, 80. Da 30. Okay, hinten ist jetzt nicht so wichtig, weil hinten, ne? Wenn man von hinten beschossen wird, dann ist egal. Innen drin. Ja, okay, also der Fahrer sitzt natürlich neben der Munition, wie es so üblich ist bei den Russen. Ach du Scheiße. Der Turm ist ein reinstes Munitions. Ach du Gott. Ach du Scheiße. Naja. Ja, aber vier Mann Besatzung, ne? Richtschütze, Kommandant, Ladeschütze und halt der Fahrer. Ja, gucken wir mal genau rein, was er da Hals hat. Ja, also nicht wundern, ich habe den schon, ich habe eine kleine Testfahrt gemacht, aber habe nur die Munition mal rumgeschaltet, weil ja, die erste Munition ist, naja, auf 1000 Meter Entfernung 162 mm, klingt jetzt nicht schlecht, aber ist nicht überwiegend toll. Nächste mit 178 mm auf 1000 Meter Entfernung klingt schon mal deutlich besser, aber die hier habe ich jetzt getestet auf also 200 mm auf 1000 Meter Entfernung. Die ist gut, die kann man verwenden. Die ist natürlich etwas teuer. 180 pro Schuss. Ist klar. Wir haben Nachtsichtgerät. Lustig. Ach, wenn wir das mir nicht in eine Nachtschlacht reinkommen oder dass wir doch in eine Nachtschlacht reinkommen. Gucken wir mal. Gut, dann auf in die Schlacht, Leute. Wollen wir mal sehen, was das Ding drauf hat.
Und extra, diesmal habe ich dann gedacht, ich habe einen Gutschein draufgeschmissen, damit ich, falls das Ding mir verrecken sollte, nochmal fahren kann. Ne? Ja, dann wollen wir mal sehen. Puh. Ja, ich bin jetzt mal so persönlich gespalten, gespannt. Zum einen, ja, okay, wann fahre ich mal so ein Teil, ne? Wann fahre ich mal eher selten. Aber es ist jetzt bitter nötig eigentlich, weil dann komme ich mit den Russen hier ein bisschen schneller voran, ein bisschen besser voran, weil, gut, guckt euch das an. Also, wenn ich den dann mal endlich habe, dann habe ich alle T100, T54. Dann kommt irgendwann der BMP1 dran. Dann gucken wir mal weiter. Objekt vielleicht oder IS4. Dann habe ich endlich mal Rang 5 erforscht, aber noch nicht ausgebaut. Dann kommen wir mal langsam zu Rang 6. Also, oh. Ui. Ardennen und dann nur einen Punkt. Ui. Das ist krass. Das ist echt krass. Das wird so ein richtiger übler Häuserkampf werden. Also hier kommt es wirklich drauf an, wer ist der Erste am Punkt. Da wird bestimmt ein oder zwei Leute auf der Gegenseite mit leichten Panzer rein. Das steht mal fest. Nicht mal zum Spotten wegen, sondern einfach da mal schnell. Aha, ich sag doch, einer ist drin. Oh, ein Centaur ist auch drin. Der ist sogar schneller. Wird schneller sein. Ist auch drin. Ein paar schnelle Flüge. Das gibt es dabei. Ja. Hey, guck mir der Weg so. Ich glaube, mir kommt der Weg gerade so. Ja, stell ich mir so vor. Wir sind schon drin fast. So, jetzt geht die große Aktion los. Ich hab den richtig schön reingerollt. So, der Centurio macht das erste Stress. Man kommt hier alles weg, was nicht bei dir auf dem Baum ist. So. Der Nebel erstmal kräftig. So vonnöten. Mal ein bisschen so zurück. Damit wir die Häuser was zum Schutz haben. Okay, da ist ja schon vorbeigeflogen. Wow, was ein Zoom, alter Schwede. Also der Zoom ist wirklich ein Schwede. Also die Kanone, ihr seht, aber auf nächster Nähe dahinter steht einer. Das ist ein Gebäude, leider kann ich da nicht durchschießen. Ich versuche was an der Flagge zu kommen. Da muss ich reagieren, da muss ich hoffen, dass die Teammates den eliminieren. Ich wüsste, dass die T29 war. Nee, ich bleib hier. Hast du dir so gedacht, mein Freund, ne? 59, was wohl war? Holla, die Goldfee. Eine ganz gute Kondition, muss ich sagen. Bis jetzt muss ich sagen, er ist nicht schlecht. Also, ich habe zwei Kills, was will ich mehr? Autsch. Wer war das? Der böse Vogel von der rechten Flanke. Ich glaube es nicht. Warum vertraue ich auch auf die? Oh, der nächste. Ja, Leute, es ist halt. Es ist das Schwere für mich immer. Du kannst dich immer auf diese Jungs da vertrauen. Du kennst die meisten nicht. Eigentlich gibt es gar keinen von denen. Von dieser Truppe hier keinen. Ich habe nicht mal einen Plan dabei, den ich hier irgendwo mal gehört habe. Aber gut, ich gehe jetzt mal Bomber rein. Okay, das wird ein London. Versucht mich zu schützen vielleicht. Wäre ganz nice. Oh, ich habe den Franzosen mit dicken Eiern. Mit den ganz dicken Bomben. Komm, knall den Vogel ab. Jo, knall ihn ab. Vernicht ihn. Hol uns Gold. Oder sowas.
So, jetzt kann ich richtig schön fahren. Ups, das war zu laut. Wow, was war das? Wow, ihr habt den Bug gesehen? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich muss hier nochmal, glaube ich, das Abstellen, aber ja, das hat sich gelohnt, ja. Ah, schade. Hier. Leider. Was ist so nur? Da war doch noch ein US3, wo er hier steht. Ui, danke. Ja, die Nachladezeit mit dem Ding ist echt grausam. Kannst du machen und sagen, was du willst, aber das ist ein bisschen zu heftig, selbst bei der Spitzenleistung von 15 Sekunden. Also mit dem müsst ihr vorsichtig umgehen. Wow. Was ist denn mit der Grafik hier los? Ich glaube, ich muss mal eine Grafikeinstellung vorwerfen. Irgendwas stimmt für uns, weil Dago jetzt reingekommen ist. Oder ist es, weil ich das Race Tracing-System nicht angeschaut habe? Würde mich jetzt auch nicht wundern. Der Rechner sagt, du hast die Möglichkeit, sowas zu nutzen, nutze es. Okay. Komm jetzt von allen Seiten. Ich war Gedanken. Hier ist es vorbei. Wieder dahin, eben Flanke reinschieben. Wieder so eine Bombe abgelegt. Jo. Weiß der Teufel, was das jetzt ist, der Fehler? Na komm, fahrt schneller. Der schießt mir doch 100% jetzt aufs Kanonenrohr, der Vogel. Als ob ich es nicht. Ja, getroffen habe ich ihn trotzdem kurz. Aber die Kugel ist jetzt halt schon da hingekommen, wo sie hin sollte. Ich bin noch rechtzeitig hin, bevor der Ticker weg ist und. Echt schon wieder schießt er mir aufs Ohr. Oh Mann. Das ist auch so ein neues Hobby von den Spielern hier. Aufs Kanonenrohr zu schießen. Okay, keine Ahnung, was das für ein Grafikfehler ist. Ich muss es mal prüfen. Irgendwas stimmt für mich. Tja. Oh Gott, Leute, zieht euch das rein. Okay. Ja, wir kennen diesen Fehler alle. Der wird verursacht von, ja, guckt euch das an. Der wird vom Gaijin verursacht, seit neuestem auch. Ist mir nämlich schon aufgefallen. Warum dem so ist, ja, gute Frage, ne? Finde ich scheiße. Kriegt man endlich eure Server wieder unter Kontrolle. Kein Wunder, dass manche jetzt wieder Stress machen und abspringen. Also jetzt mal ehrlich. Es kann doch nicht auf die Dauer so gehen. Ne? Kann doch nicht so gehen. Aber gut. Was soll's. Ja, Leute. T10A, ich bin begeistert. Man kann damit ganz gut Kills holen. Aber die Nachladezeit, das ist der negative Aspekt. Die Panzerung hat mir jetzt eigentlich ganz gut geholfen. Bis auf die Situation, wo dann ein Gegner von der Flanke gekommen ist. Da hat keiner eine Chance. Das ist so. Ne, der hat keinen Menschen eine Chance. Aber ansonsten ist der eigentlich nice. Der gefällt mir. Kann man sich nicht beschweren. Ja, nur die Nachladezeit. 17 Sekunden sind es derzeit bei mir. Und wenn ich dann irgendwann mal zum Endpunkt hochgeskillt habe. Ne? Ja. Wo war es jetzt? Da nicht. Da. Dann. Ja, 15 Sekunden sind 15 Sekunden. Das schmerzt halt. Jo, jetzt erst wird nachgeschickt.
What the hell? Ich hatte ja ein paar Booster am Laufen, aber das ist. Holy moly! Ay caramba! 100? Ei, 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 ei. Oder wie sage ich mal so gern? Holla die Waldfee. Alter Schwede. Oh mein Gott. Guckt euch mal das an, was ich da rausgeholt habe für meine T954 da. Den habe ich ja bald. Ja, gut. Aber wenn ich ein paar Runden so habe, habe ich das auch bald erforscht. Holla die Waldfee. Also, bis zum Ende durchziehen, lohnt sich sowas von. Gut, es ist halt schwierig, das Ende zu erreichen. Und wenn man kein, na, wenn man den Battle Pass nicht gekauft hat, ne, ist leider nicht möglich, dieses Fahrzeug zu bekommen für euch. Aber, tja, ich habe leider diese Regeln nicht gemacht. Ich habe Gaijin gemacht. Ja, ich. Aber das käme ja von Battle Passen eigentlich so. Egal welches Game, du kannst als kostenlose, also kostenlos was abkriegen. Aber wenn du natürlich den Battle Pass kaufen tust, ne, kriegst du natürlich die volle Ladung an Extras rausgeschmissen und ja, ich bin begeistert. Vor allem über den. Den werde ich ein paar Mal fahren. Also mit dem werde ich mal Spaß haben. Ich glaube, den werde ich auch mal in Sturm Arcade rein mitnehmen, damit ich dann da extra schönen Booster rausziehen kann, wenn das Team mitspielt. Andere Geschichte, wenn das Team mitspielt. Das ist immer so eine Geschichte. So. Ja, das war's. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, Leute. Ich werde jetzt erstmal hier den Grafikscheiß da. Keine Ahnung, wo der Fehler lag. Ich werde ihn auf jeden Fall mal suchen, mal erpirschen. Weil die ganze Zeit, ich hatte nie Grafikprobleme hier. Noch nie. Und auf einmal bei einer Explosion, wuff, also muss ich mal gucken, vielleicht kann ich diesen Explosionswirkungskram vielleicht runterschalten oder so. Das ist ja so ein gewisser Effekt, vielleicht kann ich ihn echt runterschieben, das wäre ganz nice. Dann wird er halt ein bisschen minderwertig, aber dafür, ne, habe ich ja nicht mehr diese Lags. Ja, bis sie dann den ganzen Kram richtig gepatcht haben. Finde ich scheiße. Gut, wie gesagt, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like, ein Kommi, ein Abo da. Und ansonsten, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß noch beim Zocken. Ja, wir sehen uns am Montag und tut mir einen Gefallen, bleibt alle gesund, ne? Bis dann, Leute. Ciao.